So, hallo, ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play Explain. Wir befinden uns hier am Flughafen Innsbruck und fliegen heute mit diesem Flugzeug hier, nämlich dem JR Design Airbus A320neo in der wunderschönen Alpen Challenge Bemalung. Und heute fliegen wir mit diesem Teil nach Bern. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich bin heute wieder mal auf die Challenge vom JR Design eingeladen und wir werden sehen, wie gut er heute funktioniert. Oder wie schlecht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ein A320 in Bern ist so an der Grenze von der Größe und ja, wir werden sehen, ob das dann funktioniert. Wir machen einen relativ voll extra, also vielleicht werden wir über die Landebahn ausfliegen, wer weiß. Anyway, gehen wir mal ins Cockpit. You're on the ground, sir. Are you okay? Gear down. Was? Gear up, Gear down. Ja, Kollege, was hast du jetzt fährt es schon an, seht ihr? Jetzt ist wieder der JR Design los. Ist wieder der JR-Design los. Lieber Copilot, ruhig. Ist gut. Ist alles okay. Ist gut. Beruhig dich. Genau. Wir sind cold and dark. Würde ich sagen, gehen wir als allererstes ins Overhead-Panel. Das Ganze ist ja Airbus-mässig einfach. Gehen wir hier einfach mal durch. Zunächst mal 1, 2, Batterie. Dann gehen wir hier mal so ein bisschen durch. Dann gehen wir hier auf NAV. Warten wir, bis es allein weg ist. Okay, jetzt On-Bad geht hier nicht weg. Dann tun wir es einfach so anlassen. Gehen wir hier durch, es sieht alles gut aus. Fuel Pumps tun wir alle anlassen. So wie zu gut, Generators ist gut. Pack 1 und 2 sind off. Dann tun wir hier die Temperaturen noch in die Mitte drehen. APU Bleed ist okay. External Power können wir anlassen. APU Bleed mache ich jetzt schon mal auf, damit wir sie nicht vergessen. Beacon Lights tue ich mal. Nein, das lasse ich noch aus, das ist schon gut. Aber Seatbelt 1 und No Smoking können wir auf jeden Fall anlassen. Dann tun wir hier mal noch das Overhead Panel hell machen. Dann da hier noch. Wie heißt das? Das Funkgerät anlassen vom Overhead Panel. Gut. Gehen wir wieder zurück auf den Sitz. Dann müssen wir wunderschöne JetBlue Flight Attendant hier in wunderschönem, schnellem Englisch ihre Sicherheitsinstruktion ablabern. Gehen wir hier in Flight Management Computer. Hätte ich doch gesagt, das ist nicht mehr ganz aktuell. Ich soll jetzt mal wieder updaten. Dann muss ich glaube hier auf Init, genau, Init. Dann muss ich hier von LOWI. Jetzt hat wieder der Autopilot irgendein Problem gehabt. LOWI nach LSZB. Ganz genau so. Allein IRS. Flightnamen können wir uns eine ausdenken. Machen wir LX666. Soll ja Glück bringen. Oh, Cost Index mischt. Wie ist das beim Airbus schon wieder? Shit, jetzt habe ich es vergessen. Ich will noch schön googeln. Airbus A320. Haben wir den von der Swiss? Ist das auch 18 gewesen? Bin mir nicht mehr sicher. Wir fliegen ja. Zeigen wir mal, was habt ihr da hier im Internetforum geschrieben? Bei der Airbus nehmen sie 20 die Lufthansa. Haben wir Swiss nehmen? Swiss International Airlines A320. Below Flight Level 290 ist 10. Okay. Wisst ihr was, ich nehme 30. Ganz einfach 30. Ich möchte hier nicht effizient fliegen, ich möchte einfach schnell fliegen. Cruise Altitude gebe ich jetzt noch nicht ein. Ich gehe aber auf Next Page. Nein, auf Next Page gehe ich auch noch nicht. Jetzt, genau, wie funktioniert jetzt im Airbox? Genau, Flight Plan, LOWI. Departure. Ich tue mir hier mal schnell updaten. Departure Airport LOWI Variable at 2 Knots. Also wir können von der 08 und von der 26 starten. Es ist also gleich. Ich würde sagen, wir starten von dieser Seite. Das geht weniger lang. Das ist 26. Mit ins Cockpit. Starten wir von der 26. Ungefähr so. Berno ist unsere Departure. Gibt es nicht. Es gibt kein Berno Departure. Clear, nicht clear, 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 oder doch clear.
Okay, das geht nicht. Dann muss ich auch einfach zurück. Dann mache ich Erase. Genau, jetzt sind wir wieder gleich mit Departure 08. Berno, da gibt es eine. Gut. Fliegen wir von der 08. No Transition. Gehen wir mal drauf. Dann sehen wir das hier auch schon auf der Display. Wie sieht das denn aus? Ui. Wir fliegen hier durch und nachher eine scharfe Kurve, um hier nachher rauszufliegen. Okay. Können wir so fliegen? Ist okay für mich in Süd. Jetzt hat er hier noch eine schöne Kurve gemacht. Gut. Dey, weißt du, was ich letztens herausgefunden habe? Der Airbus kann RNAV Approaches fliegen. Der JR Design Airbus. He? Toll. Gut, gehen wir hier weiter. Berno Airways Direct. Jetzt haben wir zuerst ein Direct. Kann ich das so eingeben? Next Waypoint. Kann ich es auch hier direkt beim Next Waypoint eingeben? Weißt du was? Ich mache es jetzt mal auf Airways und versuche es dann direkt hier einzugeben. Das wäre Safa. Okay, geht nicht. Schade. Gut, dann müssen wir hier in die Turn. Dann gehen wir hier einfach auf Safa. Kann ich es auch so eingeben? Ich bin mir nicht sicher, wie das hier im JR Design gelöst ist. Das wollte ich es eigentlich nicht. Wollen. Ich jetzt so eingeben. Safa. So stimmt es für mich. Genau, dann gehen wir hier auf Safa. Ne, Airways. UZ. Da merke ich bei den Flügern auch schon länger im Flug. Ich kenne seine Eigenheit auch nicht so recht. 1613. Hier drüber. Nach Rona. Flight Plan. Okay, was ist, wenn ich jetzt hinter drücke? Moment, stopp. Was ist jetzt da genau passiert? Ich glaube, ich habe gar nichts eingegeben, hä? Okay, komischer Flieger. Also, Invalid Format. Nein, ich will nicht eingeben. Berno Airways. Also muss ich zuerst immer OK drücken, bevor ich nachher Dings kann eingeben kann. Die nächste Luftstraße. Also machen wir es nochmal. UZ 613. Was habe ich jetzt falsch eingeben? Aber ein Waypoint Mismatch. Das kann ja gar nicht sein. Ein Moment. Ich versuche jetzt geht noch einmal etwas. Ah, ich sehe, was falsch gelaufen ist. Okay. Ich habe es herausgefunden. Und zwar hätten wir hier den Direct Safa nicht reingenommen. Dann müssen wir das noch einmal eingeben. Wenn ich jetzt so reingebe, das so. Und jetzt auf nicht die Reise, sondern Insert drücken. Jetzt gehen wir hier auf Safa Airways UZ. 613. Okay, jetzt geht's. Genau, nach Ronak. Ich merke, das fährt schon an. Voilà, jetzt hat er bis Ronak. Perfekt, okay. Also gut, ich habe es rausgefunden. Genau, gehen wir hier wieder drauf. Airways, Z. Z1. Ace 9 nach Soson. Ja, die kleinen Tücken vom JR Design. Gut, insert. Das hat er gefressen. Soson Airbase W. 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 Ace 2. Monin. Subsach. Perfekt. Lightpan Insert. Subsach. Perfekt. G.
Genial, gut, dann kommen wir hier eigentlich mal ganz kurz auf Planmodus. Dann hier mit der Field-Taste. Genau, gehen wir jetzt hier auf LSZB. ILS. ILS 1.4. Mit der Monin Arrival. Monin to Mike. No Via. No Transition. Das mal so eingeben. Ich schaue da kurz durchschauen, ob das etwas stimmt. Ich will mir das schnell zeigen, lieber Airbus. Aha, ich weiß jetzt, was da wieder das Problem ist. Genau, wenn wir nämlich die Monin Arrival haben, machen wir hier 180 Grad Dreieck. Das ist gar nicht schön. Das machen wir nicht so. Wir machen das anders. Genau, machen wir das nämlich folgendermaßen. Wir nehmen wieder ILS 1.4, aber dann nehmen wir Rotos 2 Mic beispielsweise. No Avaya, no Transition. So. Dann haben wir nämlich einen besseren Einfluss. Oh, sorry. Seht ihr? Das war schon an. Also, wir nehmen wieder ILS 1.4. Wir nehmen Rotos 2 Mic beispielsweise. No Via, no Transition, gehen auf den Flight Plan. Und jetzt schauen wir uns das ganz kurz mal an. Genau, wir fliegen jetzt einfach über Rotos. Wenn ihr jetzt das hier seht, mache ich hier einfach den Umweg. Was wir jetzt könnten machen, wir tun Rotos rausnehmen. Wir fliegen nicht so weit, wir machen jetzt hier Clear, Fotos. Genau, schau jetzt da. Jetzt machen wir hier Belar, jetzt tun wir einfach nur noch die Discontinuity weg. Jetzt werden wir schauen, wie das aussieht. Voilà, das sieht absolut perfekt aus. Gut, jetzt haben wir hier auch eine einigermaßen machbare Arrival. Aber die komische Monin Arrival, die mache ich nicht gerne, weil ihr dort nämlich müsste so eine 180-Grad-Dreieck machen. Genau, dann fliege ich lieber so eine kaputte Rotos. Genau. Also, dann kommen wir hier eigentlich schon wieder auf ARC. Wie ich sehe, ist das INS bereits allein. Dann können wir hier mal Fuel Prediction eingeben. Zero Fuel Weg können wir so weit, so gut eigentlich reingeben, wenn ich das so sehe. Ungefähr so, final. Preselected fuel is too low. Wir müssen da ein bisschen extra Time haben. Ich würde sagen, 2 Tonnen, das reicht. Block 10. Extra fuel at arrival ist 1,9 Tonnen. Das ist gut. Wir sind touch voll. Mit Passagier. Ich würde sagen, nehmen wir gleich ein paar raus, etwa so. Machen wir es so, dann sind es noch 125 Passagiere. Der Cargo ist so gut. Das hat er jetzt live geupdatet, wir müssen noch updaten. Genau, machen wir es so und den Block Fuel haben wir ja 10. Dann tun wir das beladen, dann ist das auch schon gemacht. Gut, genau, dann sind wir eigentlich hier durch. Dann können wir hier auf Initialization. Auf was steigen wir denn für den heutigen Flug? Wie wär's mit 2500? Aha, ich muss es anders eingeben, Entschuldigung. 2. Weißt du was? 270. At Level 270. Mal schauen, ist das ein bisschen hoch oder ist das gerade so gut? Hier Stop of Climb. Gehen wir von Planmodus.
Ja, sieht gut aus. Top of Climb ist da vorne. Top of Descent sehe ich nicht. Gehen wir hier mal auf den Planmodus. So mit etwa 40 Meilen oder 60 Meilen Range. Dann können wir hier mal auf Flight Plan. Drücken wir hier mal durch. Ah nein, das ist der Top of Descent. Sorry, wenn ich dort anschaue. Top of Descent ist hier. Top of Climb dort hinten. Nein, das ist okay. Das ist okay, das kann man so lassen. Dann gehen wir hier auf ARC. Machen wir hier etwa 10 oder 20 Meilen Range. Gut, dann können wir eigentlich unser Pushback noch schnell vorplanen. Ihr seht, wir tun das Zeug einfach mal dranhängen, nämlich Catering, Stairs, Ground. Nein, Ground Power brauche ich noch. Oh shit! Shit! Oh oh! Das ist gar nicht gut. Upsi! Upsi, upsi! Ist noch alles da? Alles ist noch da. Oh. Gut. Genau, eben. Alles brauchen wir noch außer Ground. Bis auf. Alles brauchen wir nicht mehr, bis auf Ground Power. Dann tun wir hier noch alle Türen schließen. So, dann währenddessen das gemacht wird, tun wir hier doch noch schnell Plugins, Better Pushback, Pushback vorplanen. Wir gehen ja jetzt ab der 08. Das heisst, ich muss da ganz schnell schauen, wo man da durchfahren kann. Genau, okay. Ich habe es gesehen. Das heisst, wir machen es einfach so. Ändert. Bodenlandbrücke. Der Plan ist eingereicht. Bitte Plan ist eingereicht. Das Menü, wenn Sie bereit sind. So, dann schauen wir doch hier noch schnell auf Q&H. Das ist 10.19. Zack. Da steht zwar 10.18, aber ich 10.19 eingeben, aber anyways. Genau, dann können wir hier noch ein Beacon Light anlassen. Und das APU anlassen. Dann können wir hier auf Plugins, Better Pushback, Pushback starten. Bodenanbrücke, der Schlepper bringt sich in Position. Sehr gut, der Schlepper bringt sich in Position. Da kommt er. Ganz ein kleiner Moment. Da bin ich auch schon wieder. Es geht weiter. Da kommt er, der Schlepper. APU ist available. Das heisst, ich kann den Ground Power disconnecten. External Power disconnected. Und so hier noch ganz wegnehmen. Genau. Dann können wir hier auch noch 270 eingeben. Cruising Altitude. Bodenanbrücke. Alle Türen und Luken sind verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Ja, dann verbind. Hier mein Joystick wieder anschrauben am Tisch. So. Park Brake off. Park Brake off. Ja, da passiert etwas. Schlepper ist verbunden. Der Bypass-Pin ist gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse. Oh, Luma. Ohoho, Standby-Dings. Wir beginnen mit dem Pushback. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Triebwerke sind frei zum Anlassen. Sehr gut. Also, dann gehen wir hier auf Start. Engine Number 2. Starting Engine 2. Ich habe übrigens das BSS Soundpack für die Triebwerke. Für die Neo-Triebwerke. GA-1000.
Gehen wir hier schnell noch auf Performance-Dings. Wir nehmen Flex 45. Das habe ich fast vergessen. Flex 45. Ich glaube, es war down 0,3 beim Trim. So machen wir Flaps 2 down. TN. DN. 0 Punkt. 0,2 oder 0,3 ist es gewesen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Nehmen wir jetzt mal 0,3. Der Push-Vorgang Scherze. Ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Slash. DN 0,3 eingeben. Oder ich gebe auch einfach gar nichts rein. Also, geben wir halt keinen Trim rein. Aber hier können wir daneben klicken, da gibt es V-Speeds. Das ist so, schon mal gut. Jetzt hat sich da zwar etwas verändert, kann ich es wenigstens so eingeben. 2 slash DN 0,3 gebe ich jetzt mal ein. So geht's. Okay, voilà. Autotrim funktioniert. Gut, dann habe ich das auch noch flicken. Dann fahren wir mit dem zweiten Triebwerk weiter. Starting Engine 1. Dann haben wir auch V-Speeds. Perfekto. Flaps 1. Flaps 1. Flaps 2. Spoilers arm. Super Sache. Strobe Lights brauchen wir nicht, Wing Lights können wir anlassen, Nav und Logo Lights, Nose Lights auf Taxi, Runway Turn Off Lights on. So weit, so gut. Die Werte sind stabil. Dann können wir hier auf Normal Ignition. Auto Brakes Max. Park Brake Released. Dann fahren wir mal richtig Bahn. Park Brake on. Park Brake off. Rollen wir? Wieso rollen wir nicht? Oh shit! Mischt. Park Brake on. Park Brake on, genau. Schlepper wird getrennt. Sorry, Schlepper habe ich total vergessen. Mischt. Der seht. Der Airbus hat schon super Einfluss auf mich, der JR Design Airbus. Vergiss die Hälfte. Gut, dann können wir eigentlich die Nose Light noch schnell ausschalten, weil das blendet ihm nämlich an Grind. Was wir aber sicher können machen, ist hier schon mal ein APU-Bleed ausschalten. Pack 1 und 2 on. APU selber ausschalten. Dann geben wir ihm das Trennzeichen. Sorry, jetzt habe ich mich gefragt, what the fuck ist los? Aber ja. Der Schlepper wurde entfernt, der Bypass-Pin ist gezogen, Freizeichen gibt's von der linken Seite. Einen angenehmen Flug, tschüss. Das ist das Float Light, also wie sieht das aus? Das sieht so aus. Also gut, dann können wir hier Nose Lights wieder anlassen. Park Brake off. Park Brake off und jetzt können wir rollen. Voilà, da setzen wir uns in den Weg. Sehen, was ich mit dem Bug gerade gemacht habe. We are on the ground, sir. Are you okay? Gear down. Ah, schon wieder am Gear angekommen. Schon wieder am Fahrwerk. Gear knockdown, ja, clear. Danke. Sehr schön.
tut den hier einfach durchschalten. Das ist irgendwie ein Bug. Ich weiß nicht, warum er das macht. Wenn man das machen lassen. Das ist nicht noch irritieren davon. Fahren richtig spannend. Sehr schön. Die Szenerie ist übrigens wunderschön hier von diesem Flughafen an. Muss ich schon sagen, das ist X-Plane Standard. Ich habe da nicht zusätzlich gekauft. Zumindest wäre mir es nicht bewusst, dass ich etwas zusätzlich installiert habe. Wie gesagt, X-Plane Standard. Schon. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen den Backtrack. Schöne Berge doch hier. Gut. Vorher können wir kehren. So, wir uns noch ausrichten. So, dann halte ich ganz kurz an. Tun wir hier mal noch die Lichter an, Landing Lights on, Strobe Lights on. Hallo. So, Strobe Lights on. Dann hier der Transponder auf TAR an. Da haben wir Licht, Kamera und Chronometer Action. Das ist angenommen. Nimmt es nicht an, dann muss ich es hier machen. Chrono. Voilà, jetzt läuft er. Dann würde ich sagen, wir gehen. Machen wir zuerst mal 50%. Die beiden Triebwerke sind stabil. Manual Flex 45. Power set. Trust set. Drücke leicht nach oben, um die Nase auf der Band zu behalten. Speed is increasing. Oh oh, die Bahn wird kurz. One hundred knots check. So, das ist V1. V1, rotate. Das ist jetzt mal ein Takeoff gewesen. Gut. Pause rake, gear up. Boom. Das ist irgendwie auch ein. Das waren auch 5G, gewesen, bin ich da aufgezogen habe. Gut, kommen wir zurück auf Climb Power Set. Wir gehen fürs erste noch manuell. Im ersten Schritt geht es jetzt darum, ein bisschen Höhe zu gewinnen, beziehungsweise noch nicht zu viel Geschwindigkeit aufzubauen. Er schlägt mir jetzt hier zwar 200 Knoten vor, aber ich bleibe noch langsamer für das erste, bis wir die Kurve da hier haben. So,
Sehr schön. Da sind wir. Uiuiuiui, der Take-off. Also, irgendwie würde ich das ja gerne abstellen da hier, aber so wie ich es in Erinnerung habe, kann man es kaum mehr abstellen, wenn es dann mal drin ist. Komische Flüge. Also, dann machen wir jetzt die Kurve. Den Augenblick. Er hat es zwar noch nicht recht angenommen, aber ich mache es jetzt. Ich muss den Direct Tool machen, wenn man den Waypoint nicht nimmt. Ich verliere Geschwindigkeit. Man merkt, der Flieger ist wirklich schwer. Wir haben kaum Performance. Außerdem ist die Temperatur hoch. Aussentemperatur. Rollen wir aus. So, dann mache ich jetzt ein Direct zu. INN. Dann übergebe ich dem Autopilot. Autopilot 1, Crosscheck. Speed check, Flaps 1. Speed check, Flaps 0. So, jetzt beschleunigt er zwar hier, aber steigen sollte er gleichzeitig auch noch, meiner Meinung nach. Was wir sicher ausschalten können, ist hier mal die Nose Lights und Runway Turn-off Lights. Sehr schön. Das kommt mir sehr bekannt vor, da hier. Close Proximity. Jetzt habe ich die Aufnahme unterbrochen, tut mir leid. Speed is not okay for next flaps position. Nein, ich wollte nicht Flaps rauslassen, ich wollte Shift 2, nicht 2. Ja, da steigen wir. Sehr gut, Terrain Radar hätten wir auch noch einblenden können. Gut. Sind wir am Steigen. So, da sind wir ja auch schon über 10'000 Fuß. Das heisst, wir können jetzt Landelichter ebenfalls bereits ausschalten. So. Das ist Wahnsinn, die V-Funktion. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das Problem hat. Wir könnten vielleicht geschwind googeln, wir haben ja die Zeit. Oh shit, ey. Wir sind schon gerade ein bisschen tief über den Bergen. Die Performance ist nicht so gut. Wahrscheinlich hat man hier auch wesentlich geringere Geschwindigkeiten. Im Steigflug, bis man hier clear of terrain ist. Was macht jetzt der mir hier für einen Steigflug 227? Okay. Okay, bis jetzt ist noch alles grün. He? Wir fliegen über den Bergen. Es ist nichts rot. Alles gut. Jesus Gott, das Panorama.
Ja, aber ich gehe schwer davon aus, dass wir eigentlich müssen mit wesentlich mehr Performance hier wegsteigen und nicht einfach mit Managed Climb und dem höheren Cost Index. Er wäre sicher besser gestiegen mit dem Cost Index 10. Aber hey, was soll's? Wenn ich den Flüger fliege, dann bin ich eher ein bisschen auf Abenteuersuche, wie ihr ja wisst. Gut, was wir jetzt auch noch machen könnten, ist hier mal versuchen, den WX-Radar einzuschalten. System on. Wo haben wir da etwas gesehen? So, wir sind über der Transition Altitude schon lang. Standard Barrow Crosscheck. Passing Flight Level 1, 4, 6. Gut. Steigen wir schön weg vom Terrain. Also, ich wollte schauen, wie man das abstellt. Was ist echt das? MCDU. Jahr Desigen A320 Switching MCDU. GR Design does not support secondary routes. Ja, das ist nicht das, was mich interessiert. Warte mal. MCDU Problem. Probleme mit A320. Das klappt gar nicht. Problem sind einfach im CNMCDU. Step manual introducing the use of FMGC. Ja, das ist nicht das, was mich interessiert. Wie heißt das Display? Das ist doch das. GR Design. Problem mit Blank Displays during Flight, das habe ich nicht. Was könnte es denn noch sein? Sessel Crashes? Nein, das ist es ganz bestimmt nicht. Pinscreen. Ah, Lower ACAM. ACAM ist das Display. ACAM. Lower ACAM wäre das, ja. Finde ich denn da wirklich nichts? Er kann nicht sehen, die Blue Items und jeder die Abrunde. Brake Problem, Engine Start Problem. Income Memo Not Blue, das ist nicht das. Ich habe folgendes Problem, bla bla bla. Bin ich wirklich der Einzige, der das Problem hat? Lower ECAM going crazy, das klingt doch gut. After clicking once on the fuel selector, lower ECAM selects being randomly pressing the whole flight, meaning it will jump to fuel, to hydraulics, then again to fuel or another. Click on all.
click on all, it's somewhere between the reset. Oh, okay. Good to know. Habe ich nicht gewusst. Hier auf den All-Button drücken. Gut. So. Wir sind hier währenddessen am steigen. 23.000 Fuß. Die Leute können sich von mir aus abschnallen. Terrain Display können wir ausschalten. Sehr schön. Was wir auch noch ausschalten können, ist die Wing Inspection Light. Nav und Logo noch nicht drin. Schafft er den Waypoint? Wenn nicht, fliegt er nämlich vorbei. Das Problem kenne ich noch. Genau. Was ihr hier übrigens könnt, ist hier die Fußraster runterlassen und den Tisch gleichzeitig. So, haben wir genug Spass gehabt damit. No Cigarette Disposal. Oh. Also das haben sie wirklich schön gemacht, mittlerweile. Kann man die anlegen? Schade, haben wir nicht. Macht keinen Sound mehr. Wie bitte? Das macht nicht mehr. Schade. Das ist echt der Verlust von diesem Flüger. Sehr schön. Was wir eigentlich noch machen könnten, ist die obligatorische Cabin Tour. Gehen wir hier mal raus. Jetzt muss ich überlegen, wie tue ich das auf. Muss ich echt zuerst entriegeln, wo ist denn die Trigger liegt? Die ist hier nicht im Overhead Pan, sondern die ist hier noch immer im. Da hier. Jetzt ist es open. Voilà. Luda. Jetzt gehen wir da mal raus. Oh, haben wir hier Ambient Lighting, hä? Wie in den Boeing. Schöne Swiss-Stühle. Setzen wir uns mal hier ab. Schauen mal raus. Sieht schon noch schön aus hier mit dem Scharklett. Wunderschön. Eine Kurve. Ja.
durch. Jetzt sind wir schön auf Triebwerk raus. Die Lieferung ist mega hoch auflösend. He? Wunderschön. So, sind wir aus dem Flugzeug raus. Hoist Point. Gut, dann mal wieder ins Cockpit hier. Wir sind immer noch bis zum Top of Descent. Ah, geht noch hier. Ich glaube, wir müssen da etwa noch 4000 sinken, nehme ich an. Ich muss mal wieder zuklappen da hier. Gehen wir hier mal auf Flight Plan. Hier bin ich offen. $4,000 ist jetzt, wo wir müssen sinken. Perfekt. Haben wir das schon. Super Sache. Also, noch 30 Meilen. Genau, aber die merken, der JR Design Bus, he, obwohl er schon alt ist, ist immer noch nicht schlecht. Natürlich kein Vergleich mit dem Flight Factor, das ist schon so, auch grafisch. Und auch kein Vergleich her vom Fluggefühl her und so weiter und so fort und von der Stabilität und der Simulation mit der Tholis, mit dem Tholis Airbus. Ich würde mich heutzutage wirklich empfehlen, entweder den Tholis zu nehmen oder den Flight Factor. Wenn ihr einen relativ guten PC habt, beziehungsweise das Gefühl habt, ja mal, mein PC mal das verleiten, dann nehmt ihr den Flight Factor. Wenn ihr eher einen schwächeren PC habt oder eine gute Framerate bevorzugt, dann würde ich euch raten, zu der Tholis zu greifen. Ich persönlich, wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, finde Tholis zum Fliegen besser fliegt. Weil der Flight Factor grafisch natürlich viel besser ist. Aber ja, das ist meine Meinung dazu. Genau. Dann kommen wir näher in 20 Meilen. Das heisst, ich gebe es hier schon mal ein. Oh shit, was war jetzt da gewesen? Holy crap, ist das ein Windböe gewesen? Ui, das hat mir gerade Angst gemacht. Jetzt bleibt es auch also wieder anschnappen. Meilen. Dann im nächsten Video könnte ich vielleicht mal wieder die 777 fliegen. 777 wäre doch etwas. Oder dann. Oder irgendeine andere Boeing, zum Beispiel der Seabomod wieder ein ist oder ähnliches. Wer weiß, wie sieht es denn? Ich bin übrigens gerade im Kontakt, oder ich versuche Kontakt aufzunehmen mit so einem Russ, der einen Tupolev TU-204 entwickelt. Ich hoffe stark, dass ich an das Flugzeug herkomme, weil es mich durchaus, ja, durchaus ein interessantes Flugzeug, denke ich.
Das ist halt so ein zweistrahliges Passagierflugzeug. Im Design her ähnlich wie eine 757, würde ich sagen. Ungefähr. TU-204, dann gibt es noch TU-214. Das ist eher so im Design her wie ein Airbus. Das ist einfach wie eine kürzere Version von der 204, Tupolev 204. Mal schauen, was da damit rauskommt. Wäre cool, wenn ich da könnte Zugriff erlangen. Dann würde ich den Flieger auf jeden Fall erlernen, obwohl alles in kyrillischer Schrift ist. Das wäre wirklich cool. So, dann müssen wir hier doch den reindrücken, für das er anfängt zu sinken. Zwar, ich würde sagen, in diesem Augenblick. We need more drag, sir. We are close to top of descent, sir. Yes, we are, sir. So, da sind wir am top of descent, fahren sinken. Übrigens, was ich erst vor kurzem herausgefunden habe, ich habe gar nicht gewusst, dass der P3D so hoch teuer ist. Eine Single-User-Lizenz kostet $200. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin eigentlich bis anhin davon ausgegangen, dass der etwa so im Bereich von X-Plane kostet, so gegen zwischen $70 bis $100. Aber $200 ist wirklich total übertrieben. We need more drag, sir. Ja, dann lass halt etwas raus. Spoilers disarm. Spoilers half. Eben darum, ich denke nicht, dass ich demnächst mich mal am P3D versuche. Weil der Preis ist wirklich abschreckend. Genau. Seht ihr hier die wunderschönen Fototexturen von den Bergen? Mal noch ein paar Screenshots. Was ist denn das für ein Symbol? Was ist das für ein Symbol? Was soll man das mitteilen? Hey, Moment, komm. Da bin ich auch schon wieder. Tut mir leid. Ich habe noch schnell schauen, ob es mir noch Ton aufnimmt. Es nimmt mir noch Ton auf, darum keine Ahnung, was das Symbol dort unten bedeutet. Habe ich jetzt den Copilot stumm geschaltet? Das kommt mir nicht so vor. He? Spoilers retracted. Nein, seht ihr, er lebt noch. Ja, irgendein ist, ich sage das, lieber Copilot. Hast du deine Fußraster wieder noch mal halb runtergetan? Jesus Gott. Muss mir dir helfen? Jesus Gott. Kann ich es überhaupt? So, voilà, jetzt ist doch vielleicht viel gemütlicher, lieber Copilot. Gut. Ich bin noch dumm. Ich lasse euch jetzt noch ganz kurz Leila sinken. Wir sind wieder da. Oder ich bin wieder da. Ich bin in der März. Bis dann, tschüss. We need more drag, sir. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe gehört, er brauche mehr Drag. Dann geben wir ihm doch den. Spoilers half. Da kommt unser Einflug. Sehr schön. Können wir hier doch noch schnell kontrollieren beim Radio-Nav.
oder uns dort eingegeben hat, 110.10, 138 ist der Kurs, das ist absolut perfekt. Gehen wir hier wieder auf Progress Page, würde ich sagen, oder Init, Performance, das ist gut. Gehen wir hier schnell zu der Next Phase. Der QNH in Bern, tun wir uns noch schnell anschauen, dann gehen wir hier zu Arrival Airport, Update. Der QNH ist 10.19. Der Wind ist der Wind, 2505 Knoten. Auf F0 hat 5 Knots, gut. Landing Config ist voll. Super Sache. Also, ich werde ILS 14, also jetzt haben wir wieder Basel Mühlhaus Information. Das muss ich geschwind ändern. Zack, jetzt haben wir sie nicht mehr. Was wir aber könnten, wäre ATIS 126 Knoten 2. Das ist ja fast unbrauchbar. Ah, das ist wirklich unbrauchbar. Nein. Nehmen wir hier zuerst Note 2 rein. Das empfehlen wir noch nicht. Gut. Komm, es ist auch eine gleiche falsche Frequenz. 126 Note 2. Stimmt zwar. Okay. Ja, ist ja gleich. So, den Drag können wir dort rein. Spoilers retracted. Gut, es würde sich zwar jetzt anbieten, einen Circle to Land zu machen. Aufgrund vom guten Wetter. Aber hier mit dem A320 nehme ich doch lieber CLS. Falls es zu einem zweiten Einflug kommt, nehme ich dann den City Circle. Aber ich versuche jetzt mal den Rest ganz normal auf CLS zu nehmen. Wir haben Seitenwind. Nicht der Rückenwind, das geht zwar. Dürfte eigentlich gehen. Mit einem ganz normalen ILS-Einflug. Jetzt sind wir auf 10.000 Fuß, das heisst, wir können die Lande nicht wieder anlassen. Mit dem 319 mache ich dann sicher mal einen Circle to Land. Mit dem Helvetic 319 könnte man mal wieder fliegen. Aber hier mit dem JR Design 320 muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich nicht genug sicher, um da wirklich manuell ringsherum zu fliegen. Das endet alles sowieso in Katastrophe. Damn that. Spoilers arm. Spoilers disarm. Spoilers half. Wir sind unter 10.000 Fuß, sind wir noch schnell. Spoilers full. Ja, das kommt gut. Auto Brakes machen wir auf Low. Ich mache es dann mit dem Manual Braking. Schauen, ob wir das Ding zum Stoppen bringen. Spoilers half, spoilers full, spoilers half, spoilers retracted. So. Machen wir den Einflug. Ich lasse CLS schon mal einblenden.
jetzt übrigens falsch gegeben. Es ist 250 4 Knots. Gut, das wird jetzt auf jeden Fall spannend. Vorne ist Decelerate. Ich bin gespannt, wie der Flieger sich handelt in der Landung. Ich tue mal das Terrain da wieder an. Dann sehen wir da vorne den See. We need more drag, sir. Spoilers half. Spoilers full. Spoilers half. Spoilers retracted. Gut. Außerdem nehmen wir hier schon mal den Approach an, ne? Kommen wir dann hier direkt zum Decelerate-Punkt. Approach phase activated. Approach phase activated. Spoilers half. Spoilers full. Gut. C19, QNH, Transition Altitude erreichen wir. Da kommen wir. Green Dot Speed. Spoilers half. Spoilers retracted. Siehst du, selbst der JR Design Airbus macht hier Simulation vom VNAV besser als der Flight Factor. Gut, wir haben noch 10 Meilen. Also, ich merke gerade, seit dem neuen X-Plane-Update sind alle Flughäfen planiert. Das ist wunderbar. Das ist absolut toll. Außer das kommt noch, aber der sieht auch planiert aus. Keine Ahnung, was das wieder soll. Muss ich dann mal googlen. So, dann nehmen wir hier mal Flaps 1. Speed is not okay for next flaps position. Spoilers full. Gear down. Speed is not okay for next flaps position. Ah, es ist gut abgegangen. Es ist gut abgegangen, lieber Airbus. Radio Altimeter alive, okay. Spoilers sind noch full. Speed is not okay for next flaps position. Lass doch einfach raus, Kollege. Sonst müssen wir durchstarten. Speed check. Flaps 2. Speed check. Flaps 3. Come on. Gut, Take-off Config Set. Autopilot disconnected. Ja, der Flughafen ist planiert.
toll. Land green checked. Seit dem neuen X-Plane Update. Land green check. Das kommt gut. Wir sind schön auf der Bahn. 100 above. Position height. Landing. Ui! Ui, ui, ui! Reverser! Reverser, Reverser bitte! Reverse green! Ui, 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 ui! 70 knots! 70 knots, reverses out! Ui, 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 ui! Die Landung war gar nicht schön gewesen! Puh! Ui, 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 ui! Ui, da bin ich jetzt gespannt, wie das aussieht! Wow. Gut, da sind wir mehr oder weniger sicher. Eher weniger sicher als sicher. In Bern. Machen wir hier einen Backtrack. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gemeint, dass ich nur ein Problem hatte mit dem Flughafen Basel, weil ich da schon öfters mal ein Problem hatte mit dieser Szenerie. Aber das scheint etwas Globales zu sein. Irgendetwas ist da gar nicht gut. Das muss ich unbedingt anschauen. Weil ich habe mich mit dem nicht beschäftigt seit dem letzten Flug. Scheisst ein bisschen an, um ehrlich zu sein, wenn ich es so da ausdrücke. Genau, was jetzt als erstes machen ist, ich gehe hier mal auf Flugspeichern, machen wir so, sichern, perfekt. Dann haben wir es dann wirklich gespeichert, sodass ich dann den Replay aufnehmen kann. Dann fahren wir jetzt hier Richtung nicht vorhandenem Gate, aber mit dem Parkplatz. Flaps 0. Nehmen wir den Taxiway Charlie. Der ist dort weiter vorne. Oh, man merkt schon, also die Fly-by-Wire Simulation in diesem Flieger ist absolut grausam. Das ist India. So, dann gehen wir hier rein. Taxiway Charlie. Haben wir ein bisschen Differential Thrust, so können wir vielleicht ein bisschen besser drehen. Super Sache. Dann würde ich sagen, wir gehen doch hier an den Parkplatz. Da müsste eigentlich ein Gebäude sein. Tja. So ist es halt. Ich lasse den Triebwerk laufen, damit der Replay etwas besser aussieht. Sonst hat er keinen Replay-Sound. Mal schauen, ob das etwas bringt. Aber ja. Ich halte hier den mal ab. Ungefähr so. Break on. Dann suchen wir von außen noch ein schönes Bild. Ich würde zeigen, etwa von hier. Und mit dem schönen Bild hier vom planierten Flughafen Bern-Belp verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder mal mit dem GA Design A320. So ein kleiner verrückter Flug, so eine absolut harte Landung, ein ziemlich durchgehender Start. Und ja, es hat mir gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.